erscheinen normalerweise in einem Abendprogramm des zweiten deutschen Fernsehens, kommen natürlich die Nachrichtensendungen nicht zu kurz. Aber die geballte Informationskompetenz des ZDF macht heute an einem solch schönen Tag einmal Pause und erleben Sie nun eine Nachrichtensendung der ganz besonderen Art live aus dem Schloss zu Mainz. Und jetzt das Fastnachtsjournal mit Lars Reichow. Narren nachlesen, liebe Zuschauer, willkommen zum Fastnachtsjournal. Die wichtigsten Nachrichten im Überblick. Wiesbaden feiert jetzt auch Fastnacht. Der Präsident der Goldknöpfe in Erbenheim hat neulich eine Büttenrede gehalten, die ging ungefähr so: Ich wohne in einer großen Villa. Meine Frau hat ihre Haare in Lilla. Bei uns gibt's immer leckere Kuchen, aber keine Sau will uns besuchen. Leute, wenn jetzt die Russen auf der Krim einmarschieren, lasst uns dieses Zeitfenster nutzen und die Ranzengarde nach Kostheim schicken. Die Mainzer Krim heißt AKK. Die Russen würden das anders machen, die würden sagen, wir haben einen Hilferuf aus Amöneburg bekommen, da hätten sie ganz Hessen annektiert. Um Gottes Willen, Mainz bleibt Mainz. Ich habe schon zu meiner Frau gesagt, wenn es heute Abend später wird, dann lassen wir uns vom ADAC nach Hause fliegen. Kommen wir zur großen Politik, die Schocknachricht im Januar. Die Kanzlerin hat sich beim Langlaufen das Becken gebrochen. Beim Langlauf. Das geht eigentlich gar nicht. Das ist so, als wenn man sich beim Mau Mau die rechte Hand bricht. Ich weiß auch genau, wie es passiert ist. Sie ist auf einen Baum zugefahren und sie konnte sich nicht entscheiden, ob sie links oder rechts dran vorbeifahren soll. Und dann hat sie es gemacht, wie immer, hoffen, dass sich das Problem von alleine löst. Und sie hatte dem Baum schon ihr Vertrauen ausgesprochen. Zack, kamen die Sternsinger. Sie wurde übrigens ohne Skistöcke aufgefunden und hat so gemacht. Ein unvollständiger Bruch im Beckenring. Natürlich, noch nicht mal einen glatten Bruch hat sie hinbekommen. Und sie hat noch Glück gehabt. Stellt euch vor, der Sigmar Gabriel wäre hinter ihr in der Loipe gewesen. Ja, dann hätte es einen Koalitionsbruch gegeben. Die neue Regierung ist fertig, die GroKo. Die größte Koalition aller Zeiten mit dem dicksten Vizekanzler aller Zeiten. Peter Altmaier ist Kanzleramtsminister. Auch ein sehr guter Esse. Die Kantine im Kanzleramt hat bereits Verstärkung angefordert. Andrea Nahles leitet das Rentenministerium, früher auch scherzhaft Arbeitsministerium genannt. Guten Abend, Frau Nahles. Ursula von der Leyen ist die neue Verteidigungsministerin, eine klassische Allzweckwaffe. In der Truppe heißt sie nur noch die Panzerursel. Die ersten Minister haben schon kapituliert. Hans-Peter Friedrich hat im Oktober aus Versehen beim Telefonieren gesprochen. Das kann passieren. Ja, die Kollegen Oppermann und der BKA-Chef Zierke sind da schon einen Schritt weiter. Die haben auch telefoniert, aber die reden dabei nichts. Deswegen sind sie auch noch im Amt. Guten Abend, Herr Friedrich. Ich finde es übrigens toll und sehr mutig, dass Sie trotzdem gekommen sind. Eine gute Nachricht für alle Politiker. Der Bundestag hat sich die Diäten erhöht. Es gab nur eine, die dagegen gestimmt hat, Julia Klöckner. Die hat schon ihre hinter sich. Ja? Die hat ihre Diät schon hinter sich. Und es steht ihr sehr gut.
Guten Abend, Frau Ministerpräsidentin Dreyer. Die schönen Frauen der Mainzer Landesregierung brauchen keine Diät. Es wäre aber ganz nett, liebe Malu Dreyer, wenn Sie im nächsten Jahr einen kleinen Skandal hinbekämen, damit wir hier oben was zu tun haben. Demokratie kann sehr grausam sein, das hat schon Wladimir Putin gesagt. Ich will umweltfreundliche Winterspiele in Sochi. Was soll das heißen? Was heißt es im Klartext? Alle Umweltfreunde sitzen so lange im Gefängnis, bis die Spiele vorbei sind. Das Beste an Sochi waren die Abfahrtsläufe. Die sind oben im Skianzug losgefahren, kamen unten am Strand in der Badehose wieder raus. Putin selbst hat ja die Skiflugschanze getestet und soll nach eigenen Angaben über 500 Meter weit geflogen sein. Und hat dabei noch einen Eisbär abgeknallt, mit freiem Oberkörper. Der Russe. Übrigens, diese Sitzung, wenn ich das mir angucke hier, diese Sitzung muss einen Vergleich mit der Eröffnungsfeier in Sochi nicht scheuen. Gibt es auch kein Problem mit dem fünften Ring. Ein Ring Fleischwurst geht immer. Ob schwul, ob lesbisch, transsexuell oder hetero, hier in Mainz kann jeder kommen, wie er will. Das ist der Unterschied zu Sochi. Übernächste Fußball-WM 2022 ist in Katar. Ich habe es noch mal nachgelesen. Ein Katar ist eine Entzündung der Schleimhäute. Kann auch im Verlauf Blattern auslösen. Unsere einzigen Freunde sind eben am Ende die Amerikaner. Und ich sage euch, es ist wichtig, dass einem Freunde gut zuhören. Wie heißt es so schön? Was sich liebt, das checkt sich. Und eins muss man Angela Merkel lassen, sie hat überhaupt keine Skandale. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie sie das machen würde. Da sind uns die Südeuropäer weit überlegen. Silvio Berlusconi, ein Italiener wie aus dem Softporno. Er wurde verurteilt, 2 Jahre auf Bewährung, er macht jetzt Sozialdienst, er holt minderjährige Prostituierte von der Straße für jeweils eine halbe Stunde. Auch Monsieur Schwachstrom François Hollande hat eine heimliche Geliebte, seine Frau Hollandaise ist entsetzt. Die Franzosen schämen sich. Normalerweise hat der Staatspräsident in Frankreich mehrere heimliche Geliebte. So was haben wir hier in der Mainzer Fastnacht nicht nötig. Wenn hier ein Mann erwischt wird mit einer anderen, dann muss er einfach nur sagen, ich dachte, es wäre meine Frau. Die Frauen sind aber auch teilweise selbst schuld. Ja? Alice Schwarzer kam jetzt raus. Alice Schwarzer hat ein gleichnamiges Konto. Ausgerechnet für mich als Mann ist eine Welt zusammengebrochen. Unsere Kinder heißen alle Emma. Auch die Jungs. Ich habe mich sterilisieren lassen. Ich habe mir die Polypen rausnehmen lassen. Auf der Toilette sitze ich natürlich. Ach was, ich leg mich hin zum Pinkeln. Als das mit der Schwarze rauskam, da habe ich erst mal sofort ein Bier aufgemacht und laut gerülpst. We'll be right back.
Meine Güte, Alice Schwarzer, es tut ihr alles wahnsinnig leid. Ja, sie plant jetzt eine Stiftung mit Roberto Blanco. Er will aber nicht. Er hat gesagt, ein bisschen Spaß muss sein, aber nicht mit Alice. Im gleichen Moment hat die Schweiz abgestimmt. Die Zuwanderung wird eingeschränkt. Ausländer raus. Geld ist weiterhin herzlich willkommen. Dazu ein Facebook-Kommentar. Die geldgeile Armbrustschieße, die sollen sich selbst die Kiefer ausrenken an ihre Toblerone. Die Schweizer sind ja nur so langsam, weil das Fondue so schwer im Mare liegt. Lieber ein ordentlicher Handkäse mit Musik als ein durchgejodelter Schweizer Steuerkäse. Apropos Schweizer Garde, kommen wir zum Papst. Der Papst Franziskus ist die beste Personalentscheidung der katholischen Kirche seit 2000 Jahren. Ein ganz bescheidener Mann, ein ganz, ganz bescheidener Mann. Er wäscht Füße, er soll jetzt auch Nägel schneiden. Der Vatikan wird immer mutiger. Ja, die haben jetzt eine Sexualstudie in Auftrag gegeben, da kam raus, 75% der katholischen Priester nehmen die Pille. Ich sage aber nicht welche. Der Papst hat nur einen Fehler gemacht, er hat Gerhard Ludwig Müller zum Kardinal befördert. Er kommt aus Mainz-Finden. Hätte man den nicht mit dem Meißner am Montag auch in Ruhestand schicken können? Eieiei. Und in der Müllermilch, ja, spart's euch auf, etwas organisierter. In der Müllermilch liegt ja auch noch der Limburger. Da wartet der Vatikan höflicherweise, bis wir mit den Vorträgen fertig sind, bis er den auch noch rausschmeißt. Franz Peter Tibartz von Elst ist jetzt in Abwesenheit zum Raumausstatter des Herrn 2013 ernannt worden. Im Augenblick ist er zur Zwischen- bzw. Endlagerung im Kloster Metten in Niederbayern. Der Einzige, der sich wirklich gefreut hat, war der Präsident der örtlichen Handwerkskammer. Er rechnet mit enormen Investitionen rund um das Kloster. Wie hat Van Elst noch so schön gesagt, Business sind wir geflogen, Business. Und dann haben sie uns im Schlaf rüber in die First Class getragen. 31 Millionen Euro zum Lob Gottes. Der Dispo des Herrn ist unbegrenzt. Was hätte man für dieses Geld alles kaufen können? 31 Millionen. Eine Elbphilharmonie hätte man auf der Spitze des Limburger Doms aufpflanzen können. 31 Millionen, da könnte man den Berliner Flughafen einen Monat lang betreiben. Natürlich ohne Flugbetrieb. Ja, ohne Flugbetrieb. Das kommt noch 2020 oder so. 31 Millionen Euro davon, also mit diesem Geld, da könnte man den Rosenmontagszug von Mainz nach Wiesbaden und wieder zurückfahren lassen. Aber das ist auch rausgeschmissenes Geld. Irgendwann werden die Leute nach Limburg pilgern, um die Burg Van Elst zu bestaunen. An der Wand wird ein Porträt von ihm hängen. In der Mitte des Raumes die Wanne, inzwischen als Taufbecken genutzt. Darin eine Inschrift: Hier ruht der Mann, der zur falschen Zeit am richtigen Ort zu heiß gebadet wurde. Kommen wir zum nächsten Fall religiösen Wahns. Horst Seehofer wirft Sigmar Gabriel vor, er sei zu geschwätzig.
Also ich bin ja der Letzte, der Sigmar Gabriel verteidigt, aber die Geschwätzigkeit, die ist ja wohl in München zu Hause. Horst Seehofer blockiert die Energiewende, er will die Stromtrassen einfach nicht aufstellen lassen. Dann sollen die Bayern mal versuchen, ihren Strom aus Hopfen zu gewinnen. Herr Friedrich, warum tritt der eigentlich nicht zurück, der Seehofer? Was Sie da aus Versehen ausgeplaudert haben, das bläst der Seehofer in jeder Pressekonferenz raus. Wir bleiben in München. Der gelbe Engel des ADAC geht in diesem Jahr, man glaubt es kaum, an einen Hubschrauber. Wenn ich mir vorstelle, dass ich am Straßenrand stehe und warte auf den Rettungshubschrauber und die föhnen wieder irgendwo einen Fußballplatz trocken. Der Kommunikationschef ist geflogen, der Geschäftsführer ist geflogen. Jetzt stell dir mal vor, der ADAC-Präsident lässt sich mit dem Rettungshubschrauber nach Hause fliegen. Ja? Unfassbar. Das wäre so, als wenn der Sitzungspräsident Andreas Schmidt mit dem Motivwagen nach Hause fährt. Weiß ich jetzt nicht, wie der Wagen das schaffen will. Aber... Lieber! Lieber! Lieber Andreas, du machst es so toll, ich würde dich auf den Händen nach Niederolm tragen. So, Freunde, Hessen hat eine neue Regierung. Guten Abend, Herr Bouffier. Herzlichen Glückwunsch. Aus Ihrem Betonkopf sind tatsächlich zwei Grünpflanzen herausgewachsen. Sie können ja überhaupt noch froh sein, dass ich Sie erwähne. Von dieser schwarz-grünen Regierung haben sich die Narren sehr viel versprochen. Herr Bouffier, wann liefern Sie? Wann liefern Sie? Die Wiesbadener haben einen nagelneuen Oberbürgermeister, Sven Gehrig. Er ist schwul. Das ist für uns Mainzer überhaupt kein Problem. Unserer ist ja auch schwul. Guten Abend, Sie beiden. Ist es nicht eine fantastische Gelegenheit? Zum ersten Mal in der Geschichte der beiden Landeshauptstädte ist es theoretisch und praktisch denkbar, dass die beiden Oberbürgermeister heiraten. Und die Kinder, der Saal ist völlig außer sich. Und die Kinder könnten auf der Nonnenau aufwachsen. Edle Frauen. Jetzt muss ich auch mal was zu den Frauen sagen. Edle Frauen, heißes Gerät. Falls ihr auch auf Kerle steht, die besten Männer aus diesem Ort, die sind auch schon länger fort. Ein richtig toller Mann fürs Leben, der wo was schafft und kann was heben. Kein Angsthase und kein Schisse, wo man sagt, das ist er. Wo sich Eleganz mit Feingeist paart. Ein Mann gesund wie Feldsalat. Weiber, wenn ihr einen solchen wollt, der wo euch über den Rheinstrand rollt. Ein Schmusebär und hochsensibel wie eine junge, frische Frühlingszwiebel. Ein Bild von Mann wie Sandokan. Dann müsst ihr mit nach Finden fahren. Hello. Thank you.
Show. Mein lieber Lars, dein Fastnachtsjournal hat auch in dieser Kampagne alle Rekorde gebrochen. Wir haben nächstes Jahr 60 Jahre Fernsehfastnacht. Es wird es noch nie geben, dass ich zwei Oberbürgermeister in einer Live-Sendung geküsst habe. Das hatten wir noch nie. Demnächst werden die Hofsänger dann beim Finale durch Hot Chocolate ersetzt. Das kann auch noch kommen. Aber mein lieber Lars, gell? Erstens, wo hast du gelogen? Mich Helm tragen noch nie der Olm. Schaffst du nicht. Zweitens, musst du ja eins merken, dick ist schick und Schönheit braucht Platz. Und den kriegst du auch noch mit. Du bist alt, ich bin dick, aber ich kann abnehmen. So, jetzt. Also. Unser Lars Altreibach, da ist es. Hello! 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 Mann, oh Mann, was hast du hier ordentlich?